Einen wunderschönen guten Tag hier am 30. Dezember 2023. Der Countdown fürs alte Jahr läuft. Mein Name ist Maike, Kopf- und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching. Wenn du das erste Mal hier sein solltest und ich möchte mit dir in diesem Video, wie versprochen, einen Jahresrückblick in Sachen Liebe, Dating, Partnersuche machen. Am besten reservierst du dir dafür einfach mal eine gute Viertelstunde, 20 Minuten und lauscht mal meinen Fragen. Es sind insgesamt 5 Reflexionsfragen, die ich dir nach und nach stellen werde. Entweder pausierst du das Video jedes Mal zwischen den Fragen, um dir Notizen zu machen, oder du hörst das Video einfach in einem Durchgang und schreibst hinterher ein paar Notizen auf. Mach das, wie du möchtest. Wenn dir gefällt, was du siehst, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du dieses Video likest, kommentierst oder auch mit anderen teilst oder eben auch meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn du mehr solcher Tipps möchtest, lade ich dich herzlich ein in meine WhatsApp-Gruppe Lovolution. Die ist kostenlos und da teile ich auch mehr Behind-the-Scenes-Eindrücke und Erfahrungen aus meiner eigenen Single-Zeit. Alles im Infokasten verlinkt. Des Weiteren lade ich dich natürlich auch ein, im Februar an meinem kostenlosen Online-Retreat teilzunehmen. Vom 16. bis zum 18. Februar hast du in 6 Workshops die Möglichkeit, deine Love Stories 2024 neu zu schreiben, damit du deinen Datefrust und dein Single-Dasein endgültig in die Wüste schicken kannst und die Chancen steigerst, deinen Wunschpartner nächstes Jahr anzuziehen. So. Das war jetzt genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir starten mitten rein. Bedenk immer, ich spreche aus der Sicht einer Frau. Liebe Männer, wenn ihr das jetzt seht, dann dreht es für euch bitte um. Dasselbe gilt auch für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Ich persönlich mag das Gender nicht. Deshalb ist es für mich immer einfacher, aus der Sicht einer Frau in der weiblichen Form zu sprechen. Die Videos sind aber geschlechterneutral, deshalb drehst ihr einfach um. Genau. Ich möchte mal, dass du jetzt in Gedanken dein Jahr 2023 durchgehst und dir mal quasi die Highlights, die Jahreshighlights, deine Herzmomente 2023 vor Augen führst. Positive wie negative. Also was sind die Begegnungen, die Momente, Situationen gewesen in diesem Jahr, die dich besonders berührt haben? Positiv, ja, mit Herzklopfen, verliebt sein, glücklich sein, aber auch genauso gut negativ mit Enttäuschung, mit Trauer, mit Wut, was auch immer. Geh das mal ganz systematisch durch, wirklich von Januar bis heute. Und du musst natürlich nicht in jedem Monat irgendein Highlight haben, es reicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass du sowohl für positive als auch für negative auf mindestens 5 im Jahr kommst. Aber guck einfach, was sich dir zeigt. Ich möchte jetzt nicht sagen, nimm 3, nimm 5, nimm 6. Das, was dich am meisten berührt hat. Positiv wie negativ. Und fühl dich da nochmal rein in diese Momente und Situationen. Denn die zweite Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte für die Reflexion ist, warum diese Begegnungen, Situationen so besonders für dich waren, warum sie dich besonders berührt haben und was danach vor allen Dingen anders war. Vielleicht gibt dir mal ein Beispiel, wenn es negativ war, du bist zum Beispiel geghostet worden, vielleicht hast du dir danach geschworen, dass du in Zukunft schneller Grenzen setzt oder schneller Fragen stellst, wenn dir Sachen unklar sind, wenn du nicht so ganz, ja, den Durchblick hast, was dein Gegenüber von dir denkt und fühlt. Ja, dasselbe gilt aber auch positiv, dass du vielleicht für dich dir vorgenommen hast, wenn du Gefühle hast, dass du dich traust, diese auch schneller und offener auszusprechen und mitzuteilen. Also das ist damit gemeint. Das heißt, was war da noch anders? Und warum haben dich diese Begegnungen, diese Situation so berührt in diesem Jahr? Schreib es dir auf. Wie gesagt, pausiere das Video gerne jederzeit nach jeder Frage oder aber eben mach dir kurz Notizen und schreib am Ende es vielleicht ausführlicher hin, ganz wie du magst.
Das wäre die Frage Nummer zwei. Und die dritte Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, um so ein bisschen deinen Liebesrückblick für dieses Jahr zu machen, ist, was durftest du aus diesen besonderen Situationen und Begegnungen lernen? Denn ich persönlich vertrete die Einstellung, dass keine Begegnung umsonst war. Ja, wir nehmen immer was mit. Also jede Begegnung ist in gewisser Weise ein Geschenk. Auch wenn es vielleicht nicht immer die große Liebe ist, auch wenn es vielleicht beim einmaligen Treffen bleibt. Aber vielleicht hast du dann einen netten Nachmittag gehabt, eine neue Sichtweise auf andere Themen bekommen in dem Gespräch mit deinem Date und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwas nimmst du aus jeder Begegnung mit, egal wie häufig oder selten sie war. Und wenn es nur die eigene Klarheit ist, wovon du demnächst mehr möchtest oder worauf du dankend in Zukunft, in einer zukünftigen Partnerschaft verzichten möchtest. Ja, also was durftest du in diesen Herzmomenten, in diesen besonderen Situationen und Momenten, was durftest du lernen, positiv wie negativ? Das wäre die Frage Nummer drei, die ich dir mitgeben wollen würde. Und die Frage Nummer vier, da dreht sich alles um mein Lieblingsthema Emotionen. Dass du, na, wir haben ja in Frage 1 rauskristallisiert, was sind die Begegnungen und Momente, die dich berührt haben und warum sie dich berührt haben und was da noch anders ist. Und jetzt möchte ich dir aber zusätzlich noch die Frage stellen, welche Emotionen verbindest du mit diesen Herzmomenten, mit diesen Highlights 2023, die dich ganz besonders berührt haben und die sich in dein Herz und in dein Gedächtnis eingebrannt haben. Welche Emotionen verbindest du damit? Vielleicht das Gefühl von Angekommensein, von Glück, von Geliebtsein, von Verliebtsein, ja, von Freude, von Spaß, aber auch genauso vielleicht von ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert, warum passiert mir das immer? Ja, wenn du vielleicht geghostet worden bist oder jemand dich belogen, betrogen hat. Also sprich, welche Emotionen verbindest du mit deinen Herzmomenten 2023? Und das kannst du ganz kurz schlagwortartig aufschreiben, indem du einfach die Emotionen in Stichpunkten beim Namen nennst. Wut, Trauer, Freude, Liebe, Glück. So in etwa stelle ich mir das vor. Weil das soll jetzt keine tagesfüllende Veranstaltung sein, aber ich finde es immer ganz schön, dieses Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, zu gucken, was ist mir eigentlich passiert. Denn selbst wenn du jetzt am 30.12. hier stehst und immer noch nicht deinen Mr. Right gefunden hast, dann garantiere ich dir, wird es trotzdem Momente gegeben haben, die auch gut waren. Ja, auch wenn dein Wunsch einer Partnerschaft nach wie vor unerfüllt ist, wirst du trotzdem Begegnungen gehabt haben und Situationen gehabt haben, die dir einfach ein gutes Gefühl gegeben haben und die dir positiv in Erinnerung bleiben, die du mitnehmen wirst ins nächste Jahr. Und da darfst du mal hingucken. Also, welche Emotionen? So, und daraus abgeleitet kommt auch schon die fünfte und letzte Frage. Was, wenn du dir das alles mal anguckst, ja, wir sind ja jetzt ganz bewusst so stufenweise vorgegangen, erst die Ist-Analyse. Was, die fünfte Frage lautet daher, was möchtest du 2024 definitiv in der Liebe, auf der Partnersuche, beim Dating nicht mehr erleben? Ja, auf welche Verhaltensweisen sowohl von dir als auch von deinem Gegenüber möchtest du im nächsten Jahr verzichten? Und wovon möchtest du vielleicht mehr, weil du dieses Jahr gemerkt hast, hey, das tut mir richtig gut, das mag ich total gern, davon möchte ich mehr haben und das wünsche ich mir in meiner nächsten Partnerschaft. Also beleuchte auch da bitte beide Seiten. Sprich, worauf, was möchtest du im alten Jahr hier und jetzt ins 2023 lassen? Was möchtest du nicht mit rübernehmen ins neue Jahr? Was lässt du los? Worauf verzichtest du? Und wovon möchtest du aber 2024 mehr haben? Oder möchtest du es erst recht haben? Vielleicht hast du es auch dieses Jahr gar nicht erlebt, hast es dir gewünscht, aber es ist nicht eingetreten. Aber du wünschst es dir, weil du genau weißt, es tut dir gut und es ist dir wichtig. Ja, auch dann einen Ausblick zu haben, wovon möchte ich mehr haben, was brauche ich 2024 für meine neue Partnerschaft.
Genau. Also du siehst schon, es ist mächtig umfangreich, obwohl es nur 5 kleine Fragen sind. Aber wenn du die wirklich mal sacken lässt und wenn du in Gedanken dein Jahr durchscannst, Monat für Monat, und dir eben bestimmte Momente, Begegnungen rauspickst, egal ob positiv oder negativ, und die mit diesen Fragen mal durchgehst und durch eine andere Brille drauf guckst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du einige Aha-Momente haben wirst und dass du diese Aha-Momente, sofern sie denn negativ sind, gerne auch in diesem Jahr lassen kannst. Du kannst sie auch symbolisch auf den Zettel schreiben, im Aschenbecher, im Blumenkübel verbrennen, ja, wo du sie ganz symbolisch auch nochmal loslässt und verbrennst. Dasselbe gilt natürlich auch für die positiven Ereignisse, so als Wunsch abzugeben. Bei manchen hilft das. Also du musst es nicht machen, aber manchmal ist es ganz hilfreich für sich selbst, das auch nochmal so symbolisch dem Feuer zu übergeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall Aha-Momente mitnehmen wirst und dass du dadurch auf jeden Fall, und das ist auch die Intention dieses Videos von mir an dich, mit mehr Klarheit gehst. Dass du mehr Klarheit hast, was du ab sofort im nächsten Jahr haben möchtest, wie du es haben möchtest, was du definitiv nicht mehr haben möchtest. Und vor allen Dingen möchte ich auch, dass du ein Stück weit dankbarer ins neue Jahr startest. Denn gerade wenn man wieder enttäuscht ist, weil vielleicht erneut ein Jahr beginnt und als Single beendet, ja, und du dir eigentlich nichts sehnlicher gewünscht hast, als 2023 wieder in eine Beziehung zu kommen. Und jetzt stehst du hier am 30.12. und bist immer noch Single. Dann neigt man oft dazu, alles so ins Negative zu ziehen. Und wenn du dir das aber bewusst machst mit diesen Herzmomenten oder Highlight, nennst du immer du möchtest, dann wirst du dankbarer, weil ich garantiere dir, dass auch wenn dein Wunsch oder dein Ziel einer erfüllten Partnerschaft immer noch unerfüllt ist, wirst du Begegnungen und Situationen dieses Jahr gehabt haben, die dir zumindest für einen Moment oder eine kurze Zeit unglaublich viel Gutes getan haben. Ja, wo du dich geliebt gefühlt hast, gesehen gefühlt hast, vielleicht attraktiv gefühlt hast, angekommen gefühlt hast, was immer du damit verbindest, das darfst du ja mit den Fragen herausfinden. Und das möchte ich dir auch nochmal ins Bewusstsein rufen, weil wir ganz oft dann dazu neigen, nur weil wir das Ziel, diesen Wunsch nicht erfüllt haben, alles ins Negative zu ziehen, nach dem Motto, ach, bringt doch hier sowieso alles nichts. Und ne, am Ende stehe ich ja immer noch alleine da des Jahres. Ja, stehst du und trotzdem darfst du dankbar auf die Begegnungen zurückblicken, die dein Herz zum Klopfen gebracht haben, die dich glücklich gemacht haben und mit diesem Wunsch ins nächste Jahr starten, um mit deiner Klarheit, die du jetzt auch ein Stück weit durch diese 5 Reflexionsfragen bekommen hast, weiter dran zu arbeiten, damit du deinen Mr. Right dann anziehst. Und wenn du da mehr Unterstützung zu brauchst, dann bin ich jederzeit für dich da. In der 1:1-Begleitung gehen wir da gemeinsam ran. Dann kontaktiere mich gerne. Du kannst dir hier im Infokasten auch dein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, wo wir beim virtuellen Kaffee mal drüber quatschen, wie ich dich unterstützen kann, damit du 2024 eben nicht erneut als Single beginnst und beendet. Und jetzt wünsche ich dir einen grandiosen Start in 2024 mit unglaublich viel Herzmomenten, mit Momenten, die dein Herz klopfen lassen und dir den Atem rauben, mit wahnsinnig tollen Begegnungen. Und vor allen Dingen denke immer dran, du bist liebenswert, so wie du bist und kannst hier und jetzt deinen Wunschpartner anziehen. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann kontaktiere mich gern, dann gehen wir den Weg gemeinsam. Also auch ein grandioses 2024. Ich sage danke, dass du hier bist, dass du Teil meiner Community bist, dass du meine Videos ansiehst und freue mich, wenn wir auch 2024 weiterhin verbunden bleiben. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist und bis zum neuen Jahr, deine Maike.